Ich hab gedacht, da ich nach einer gefühlten Ewigkeit, wo wir das Samstagsfinale bin, ja, schon lange her, gell, du hast. Ich war auch erstaunt, dass du vor mir da warst. Ich war auch erstaunt, dass ich vor dir da war. Aber ich habe schon mal alles vorbereitet hier, denn du hast dann Arbeit. Und ich muss auch was, ich habe die Kamera mitgenommen, weil ich ein kleines Video hier was drehen muss. Ich denke, oh, weißt du was, machst du mal wieder so ein Donnerstags-Video, Samstags-Halle-Vlog. Woche voll durcheinander, aber scheißegal. Jetzt gibt's ein Käffchen und dann machen wir den Thorsten sei Hauptklebe beim Kette, Sprit. Dass die Karre nämlich stehen muss. Kann es sein, dass ich dir jetzt heute mehr helfen muss, weil mit der... Ja, geht's so. Sehen. Er will's wissen. Geschwollene Hand noch am Auto schrauben. Also ich hol keinen Krankenwagen, wenn man sich, gell? Mir ist das egal. Und dann muss ich der Schaufel schicken. Echt? Dann, 6 Wochen sind rum. Dann entweder ist heute die Bewährungsprobe oder ab Montag geht er wieder zum Arzt. Was, 6 Wochen schon rum, echt? Krass. Da ist er noch mit mir in der Bahn gefahren. 6 Wochen später bin ich Hausmeister und er geht wieder arbeiten, ja. Samstags wie immer, Pflicht, Sunshine Live, Classics. Für uns alte Menschen genau richtig. Dann, kennt ihr in Mallorca die deutschen Urlauber, die immer ihr Handtuch auf die Liege legen, dass die Jo belegt ist? Das macht der Leo mit dem Bus immer. Der Leo kommt dann abends daher, schiebt den Bus auf die Bühne und sagt dann, er braucht die Bühne. Ist ja nicht schlimm, ist ja in Ordnung, er hat ja auch ein Recht drauf. Blöd ist nur, wenn er dann nicht kommt und das Auto steht noch da. Und das müssen wir jetzt dann hier runternehmen. Schieben wir es dann einmal gerade zurück. Zum Glück hat er diesen Platz. Dann können wir den gerade drüber. Dann kann der Thorsten rein. Dann können wir arbeiten. Ich nehme euch ein bisschen mit dem Thorsten. Wenn wir schon jetzt ein Halle-Video machen, beim Leo hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Das Dach ist lackiert mittlerweile. Hat er hier gemacht, gell? Hat er hier gemacht. Sieht man auch, alles staubig. Und ja, es wird. Also der Leo gibt gerade richtig Gas. Der ist schon ständig am Bus. So. Nur Nachtschichten machen. Er macht es halt immer nachts, wenn keiner da ist. Und dann schafft er meist, weil wenn wir da sind, schafft er nichts. Jetzt machen wir die Ärmel weg und dann schieben wir den da hinten rum. So. Thorsten hat auch die Krankenscheinwoche genutzt und hat was gemacht. Neuer TÜV, ja. Ohne große Mängel. Ja. Kann ich? Hier. Thorsten? Ölflecke. Nicht von mir. Nicht vom Leo. Er wollte kurz schocken, aber. Thorsten kennen Sie aus. Oh, ja, gerade beim Typ. Also, Thorsten, Klima steht, gell? Ja. Klima 1 ja. Und Klima 2. Klima 2 Klima 2, ja? Ja,
So, mal von der anderen Seite, muss man was diagonal belüften. Ja, da hast du auch noch lieber. Hast du denn, erzähl mal, was ist das Problem? Was machen, haben wir das nicht am Schwarzen Kette auch schon gemacht? Nö. Ne? Was ist hier los? Mir saugt die im Stau den Kettstang leer. Kettstang? Steht da jetzt die Benzinpumpe drin. Und ich habe keine Vorförderpumpe drin, damit vom Tank in den Kettstang gefüllt wird. Das geht alles über Schwerkraft. Okay. So. Und das funktioniert nicht. Und wenn du, wenn man funktioniert nur, wenn man fährt. Im Stau. Ich wollte gerade sagen, im Stau haben wir ein Problem. Gibt ein Problem, dass er nach einer halben Stunde oder 20 Minuten ausgeht. Und dann ist auch. Ja, dann muss ich warten, bis wieder der Tank befüllt ist. Voll ist von der Schwerkraft. Und, dann kann ich hoffen, dass der Anlasser funktioniert. Und was machen wir jetzt mit dem dann? Also was machst du jetzt? Das ist die Vorförderpumpe. Das ist schon die Vorförderpumpe. Das ist schon eine Vergaserpumpe. Die pumpt bloß vom Tank, den Catchtank und vom Catchtank wieder in den Tank. Und die braucht Strom? Genau. Haben wir Strom oder muss man das legen? Strom haben wir da von der anderen Pumpe. Müssen wir abzweigen? Müssen wir abzweigen. Jetzt kommt die Frage aller Fragen: Müssen wir Sprit ablassen? Ja. Echt? Oh Gott, Torsten, sein Leben. Mein Albtraum. Mein Leben. So, und die Pumpe kommt hier hin. Moment, ich gehe auf die andere Seite. Hier irgendwo. Wie werden die befestigt? Mit zwei Bogen, zwei Eisenmuttern, also zwei Löcherbohrer. Das Judeblech hier. Ja, wir müssen gucken, dass ich da hinbleibe, sonst ist schon der Radlauf. So, und dann kommt der Schlauch von hier hin und von da. Was kostet eine Pumpe da? Die war jetzt aus England, weil ich wollte alles, das schwarz ist und die schwarze Fazit. Fazit, die kriege ich bloß in England. Zurzeit. 80 Euro. 80? Oh, doch so viel. Ja, und dann haben wir noch ein paar andere Sachen. Noch mehr? In meinem Anlasser, so andere Batterieklemmer noch. Ja. Wir müssen noch ein bisschen die Handbremse nachstellen und nach meinem Wischwasserbehälter. Der ist schön getankt hier. Der funktioniert auch nicht. Achtung! Reifen. Zum Glück was Gummi. Ja. Wenn wir jetzt gerade das Auto auch, auf der Bühne haben, können wir kurz den Auspuff zeigen. Ab hier ging's los, gell? Ab hier ging's los. Ab hier, ist doch ein bisschen warm, gell? Ein bisschen warm. Ich hab's gemerkt, ich habe mich nicht verbrannt. Alles ist Schweißnaht, hä? Und die geht dann los, nach hinten, darüber. Alles gebaut hier, ne? Und der Endtopf. Oh, ist das der Mittelkopf? Nee. Das ist Vorschalldämpfer. Vorschalldämpfer, und da hinten ist der Endschalldämpfer. Und da ist das Rohr, oh, ist das schon dreckig, da bin ich schon gar nicht gefahren. Aber lautstärkemäßig sind wir jetzt eigentlich. Ja, aber, der stand genauso laut noch, aber viel leiser ist er jetzt aber auch nicht geworden. Aber fürs Gefühl, gell? Ja. 2000 Jahre später. Ja, schon wieder. Thorsten, wie ist die Lage? Bescheiden. Ich nehme hier Spritgeruch wieder auf, extremen. Das ist mein Deo. Du hast Benzin im Blut, gell? Ja. läuft nicht so, wa? Jetzt ja. Ja, aber? Dicht ist es wohl. Habt ihr es nicht gedreht? Echt? Was war's? Nach einer Feeding-Nummer. Ah, ja. Bisschen Teflonband. Okay, wo hängt's jetzt? Elektrik. Okay. Also noch anschließen und dann? Dann ist es zu laut. Gehe ich mal recht davon aus, dass du den Rest heute dann nicht mehr machst? Du? Was noch machen wolltest? Nein, ja, so, mach ich nicht mehr. Aber gut, dass morgen kein Treffer ist, gell? Es gibt bestimmt noch 2.0. Ja? Weil die Pumpe, die ist zu laut. Und wer sehe, wenn die Karre läuft, wie laut sie ist. Können wir das gerade fortführen? Nee, gell? Schon weg. Nee, die tackert richtig so. Ich hab's gehört, vor allem wie in der Maschine, gell? Dafür war mein Tag erfolgreicher. Ich habe hier ein Werkzeug quasi stehen. Bei meinem Roller ging der Tacho seit einigen Monaten nicht mehr. Ich habe mir jetzt meine neue Tachowelle bestellt. Die habe ich eingebaut. Der Markus hat mir geholfen. Alles wieder zusammengebaut. Keine Schrauben übrig. Roller läuft wieder. Ende. Markus, der Torsten ist jetzt schon eine Weile weg. Kommt der jetzt nochmal oder ist er liegen geblieben? Oder ist er Kaffee trinken? Oder ist er Kaffee trinken gegangen? Torsten ist schon weggefahren. Ich höre ihn auch nicht mehr. Hey Torsten, ich bin.
bin so froh, dass wir Klima in der Halle haben. Ja, sonst würden wir hier. So würden wir echt sterben ohne Klima. Also, nix so wie. Ja, geht. Da ist er wieder, der Kenny van Kühle mit dem Pinsel. Ach schön, du bist jetzt seit 5 Stunden da dran, ja? Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Um 10.51 Uhr hast du mich gefragt, ob man nichts so wie trinke. Ja. Beim Torsten ist gerade ein bisschen Lötzinn auf den Schuh geflogen. Irgendwann später. Wie ist die Lage? Gut. Ja? Ich höre sie nicht mehr. Bitte? Ich höre sie nicht mehr. Cool. Ich auch nicht. Alles gut, der Kenny läuft wieder. Wunderbar. Können wir jetzt das Video beenden? Und schaltet ein, wenn der Alex nächstes Mal die Kamera wieder dabei hat. So ist es. Bis dann. Ciao. 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 Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with fire up. I've never been with anything less than a 9. So fine. Ist ja klar, ich mache ein Video, der Kompressor läuft. Bin mit meiner Aufnahme fertig. Kompressor geht aus. Drecksladen. Kurze Nachricht an meinen Chef Marco, guck mal, kurze Hose. Oh, richtig geil bei dem Wetter, kurze Hose. Kann ich mal, was mache da? Ne? So, Teddy läuft. Super. Das ist der Torsten muss gerade. Der Torsten muss sich gerade zwei Sätze merken. Gemerkt, dass ich zwei Wörter, alles gut. So, machen wir das Ganze nochmal hier. Okay, let's go.